Hallo, mein Name ist Martina Schettina, ich bin Künstlerin. Ich verwende mathematische Ideen, die ich in meine Bilder hineinmale, die ich in meinen Bildern verarbeite. Und einige von diesen mathematischen Bildern möchte ich heute herzeigen. Begleiten Sie mich auf einen Rundgang durch eine Mini-Ausstellung bei mir daheim in meinem Atelier. Danke. Dieses Bild nenne ich die gestrickte Unendlichkeit. Es geht um die Zahl Pi. Pi ist transzendent. Hinter dem Körper sind unendlich viele verschiedene Ziffern, die sich nie wiederholen. Es ist also eine nicht periodische Zahl. Man nennt sie transzendent. Man kann sie immer weiter stricken und irgendwann erhält man ein Gewebe, das gar keine Löcher mehr hat. Hier geht es weiter, zwei Bilder, die heuer entstanden sind, oben die geselligen Zahlen, darunter die narzisstischen Zahlen. Beide müssen eine gewisse Rechenvorschrift erfüllen. So sind etwa die narzisstischen Zahlen aus den eigenen Ziffern und deren Potenzen aufzusummieren. Und oben die geselligen Zahlen, die sind jeweils, der Nachfolger ist jeweils aus dem Vorgänger zu erzeugen, indem man die Summe der echten Teiler des Vorgängers nimmt und es ergibt sich eine Kette. Der erste nimmt die Teiler vom letzten. Die geselligen Zahlen, gerade in Corona-Zeiten, müssen auch hier ein bisschen Abstand halten. Ich gehe hier weiter. Dieses Bild heißt das Damenproblem. Das Damenproblem hat nichts mit Zickenkrieg zu tun. Nein, es ist eine schachmathematische Aufgabe. Da hat man sich überlegt, 8 Damen auf einem Schachbrett so zu verteilen, dass sie einander nicht schlagen können, dass sie einander nicht bedrohlich werden können. Und man hat sich überlegt, wie viele Möglichkeiten gibt es, die Damen auf einem Schachbrett so anzuordnen. Die Lösung heißt 92 und das ist die Idee zu dem Bild, das ich heuer gemalt habe. Das nächste Bild widmet sich den befreundeten Paaren von Zahlen. Befreundete Paare sind Zahlenpaare, wo jeweils eine Zahl aus der Summe der Echtteiler der anderen Zahl gebildet werden kann. Die kleinsten 220 und 284. Hier in der Mitte habe ich mein absolutes Lieblingsbild, das heißt Hilgards Hotel. Das ist eine mathematische Geschichte, die ein bisschen mehr Ausholung bedarf, das erkläre ich später. Aber es geht im Prinzip um abziehbare Unendlichkeit, das heißt einen Unendlichkeitsbegriff, der mit den natürlichen Zahlen verwandt ist. Und ein Hotel mit unendlich vielen Zimmern und die Zimmertüren sind da symbolisch dargestellt. Weiter geht es mit einem Bild, wo ich die Fledermäuse zu Wort kommen haben lassen. In den Corona-Zeiten sind die ein bisschen in Verruf geraten, die armen Fledermäuse. Ich habe ihnen ein Bild gewidmet, denn in der Mathematik gibt es die sogenannten Vampirzahlen. Die kommen hier vor, eingewickelt hängen sie sozusagen von der Decke. Die Vorschrift steht in der Mitte, wie man zu den Vampirzahlen kommt. Und die hellgrauen Zahlen im Hintergrund sind Fibonacci-Zahlen, denn die kommen in der Natur sehr gerne vor. Das letzte Bild aus dieser Serie beschäftigt sich mit Münchhausen-Zahlen. Münchhausen hat ja behauptet, sich selbst am eigenen Haarschopf aus dem Sumpf gezogen zu haben. Hier tauchen wir ein in einen Sumpf aus Zahlen und eine Zahl hebt sich da selber heraus, zieht sich an sich selber hoch, ist aus ihren eigenen Ziffern und deren Potenzen zu bilden. Und es gibt neben der trivialen Münchhausen-Zahl 1 eine einzige Münchhausen-Zahl und die heißt 3435. Dieses Bild war also das mit den Münchhausen-Zahlen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hier aus dem Studio Martina Schettina und ihren mathematischen Bildern.